Es gibt einige Dinge in beiden Büchern, die vielleicht alltäglich erklärt werden. Ich gebe Ihnen dann auch ein Beispiel. Und dann gibt es manche Sachen, die wirklich überraschend sind. Ich muss dazu sagen, die haben mich auch manchmal selber überrascht. Also oft war es so, dass vielleicht eine Frage am Anfang war und dann habe ich plötzlich was entdeckt. Also es ist nicht so, dass ich hier alles vorher wusste. Manchmal ist es akribische Recherche. Was interessant in dem Zusammenhang ist, ist die Tatsache, dass Internet so reizvoll es ist, ist nicht eine sehr gute Basis. Sie stellen, wenn Sie wirklich ein bisschen genauer arbeiten, sehr schnell fest, dass es viele gibt, die im Internet einfach voneinander abschreiben. Und das Schöne ist, ich kann bei einigen Fragestellungen wirklich nachweisen, dass da eine Sache nicht falsch drin ist und das wird einfach geklont, das wird einfach weitergeschrieben. Also insofern, wir sitzen ja hier nicht umsonst in einer Bibliothek und ich finde einfach, das muss man in heutigen Zeiten betonen, Bibliotheken haben einen ganz besonderen Charme, weil sie diese Art von Unabhängigkeit haben, die in anderen Netzen nicht immer gegeben ist. Und eine Frage, die mich überrascht hat und die ein bisschen einhergeht mit all dem, was vermeintlich immer wieder was ganz Neues, was ganz Besonderes ist. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, manchmal gibt es ein Déjà-vu. Der Titel der Geschichte, was haben Tulpen mit der Finanzkrise zu tun? Immer wieder hören wir in den Nachrichten von Finanzkrise, Rettungspaketen, Stützkäufen und irgendwie scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Hätten Sie gedacht, dass es einen Zusammenhang zwischen Tulpen und der ersten Finanzkrise gibt? Die erste Blase der Spekulation an den Finanzmärkten platzte, nachdem die Krise im 17. Jahrhundert jahrzehntelang den Tulpenmarkt in Holland bestimmt hatte. Um 1630 herrschte in der Niederländischen Republik Hochstimmung. Der Textilhandel florierte, die Geschäfte mit den Kolonien blühten und die Niederländer erfreuten sich des höchsten Pro-Kopf-Einkommens im damaligen Europa. Mitte des 16. Jahrhunderts hatte der Botschafter von Suleiman dem Prächtigen die ersten Tulpenzwiebeln aus der Türkei nach Europa gebracht. Ihr Name stammt übrigens vom türkischen Wort Tulipan ab, das Turban bedeutet. Diese neuartige Blume blühte nur in reichen und adligen Gärten. Tulpen wurden zum Statussymbol und bald stiegen die Preise für die ungewöhnlichsten Züchtungen ins Unermessliche. Wenn Sie mal genauer recherchieren, werden Sie feststellen, einige Tulpenzwiebeln waren so teuer wie ein ganzes Haus. Also es war wirklich teuer. Sammler verliehen den verschiedenen Arten prächtige Namen wie Vizekönige, Admiräle, Generäle. Und an der Spitze der Zwiebeltruppe stand die purpurweiß gestreifte Semper Augustus. Eine schier unbezahlbare Rarität. Die schönsten Flammenmuster entstanden scheinbar zufällig. Eine einfache Züchterzwiebel konnte so zu einem wertvollen Schatz erblühen. Was man damals nicht wusste, die Streifen wurden durch eine Virusinfektion der Pflanze hervorgerufen. Nun damit gab es alle Zutaten für wilde Spekulationen. Zunächst handelte man mit Zwiebeln. Später dann tauschte man nur noch die Papiere. Die Zwiebeln blieben im Boden. Man kaufte und verkaufte, nahm in Erwartung schneller Gewinne Kredite auf. Die meisten Transaktionen betrafen Tulpenzwiebeln, die nie geliefert werden konnten, da sie nicht existierten. Sie wurden mit Gutschriftsanzeigen bezahlt, die nie eingelöst werden konnten, da es das Geld gar nicht gab. Am 3. Februar 1637 platzte dann die Blase der Tulpenmanie. Tausende verloren ihre Häuser und ihr Vermögen. Ein Regierungsausschuss befasste sich mit der Krise. Neue Gesetze regelten zum Beispiel die Annullierung der Tulpenkontrakte. Was blieb, ist die Zwiebel. 80% der Welttulpenproduktion stammen aus den Niederlanden. Jedes Frühjahr blühen rund 2 Milliarden Tulpen auf den flachen Feldern zwischen Alkmaar und Leiden. Eigentlich hätten wir von den Blumen lernen